Was? Das glaube ich ja nicht. So, da gucken wir nochmal. Okay. Was ist das denn da? Sitzt da auch noch jemand? Ah ne, das ist ein Busch. Schau mal, diese Paras hier. Ich glaube, der wäre zu weit weg, verdammt. Guck mal, Schmetterlinge. Ah, Schmetterlinge, die einfach verschwinden. Die einfach verschwinden und weg sind. Ich würde mir gerne den gepanzerten für den Schluss aufheben. Vielleicht rufe ich nochmal eben meine Eule. Ah, oh, ich bin so hohl. Ich drücke mal die falsche Taste. Entschuldigung. Kann ich den mit dem... den hier angreifen? Ja, machen wir das mal. So, ciao. Ist der nämlich auch schon mal weg? So. Aber da sind wir schon mal den wenigstens... ist der schon mal wenigstens weg? Weil der kann dann keine Hilfe mehr rufen. Das kommt uns ja zugute. Können wir natürlich den anderen jetzt auch gleich zu bekommen. Ihn da. Ich versuch mal mein Glück. Sauber. Er ist schon mal weg. Die können schon mal keine Hilfe rufen, außer über das Horn, was da ist. Dürfte aber kein Problem sein. Ah, die sind natürlich in heller Aufreude. Oder Aufruhe. Aber die haben uns noch nicht gesehen und noch nicht bemerkt. Die Eule ist auch gleich fertig mit der Abklingzeit. Was habe ich denn noch? Kann ich hier nochmal eine Feuerbombe nochmal herstellen? Bienenstock, sehr schön. Der Bienenstock ist echt super. Und die Feuerbombe macht echt zwischendurch guten Schaden. Und den können wir ja nicht treffen. Den können wir nur Takedown, ne? wenn wir angeschlichen kommen. Ich schau mal eben auf die Karte. Haben wir die Fähigkeit mit dem Takedown schon? Kampffähigkeiten. Drücke er da einmal einen Takedown auf große und mächtige Anführer auszuführen. Ah, okay, das haben wir doch schon. Ich schalte mir Gegner gleichzeitig aus. Okay, das haben wir schon. Sehr schön. Dann könnte ich ja, wenn ich den wollte, könnte ich den ausschalten. Wenn er... Na, jetzt sind die natürlich alle hier, ne? Wo ist er? Wo ist der? Nein, wieso? Hä? Das gibt's doch nicht. Ich würde die gerne alle wahrscheinlich etwas weglocken. Nein, scheiße, fuck. So, ist der schon mal weg. Ich muss mich irgendwie verstecken. Ich muss mich verstecken. Scheiße, gibt's nur einen Busch. Das ist der hier. Scheiße. Fuck, die lassen sich jetzt nicht mehr ablenken. Fuck. Wenn der jetzt noch weg wäre, hier der andere, mit dem roten Blitz auf dem Kopf, dann könnte ich den anderen Takedown, den großen Gegner. Oh shit. Na, jetzt geht der andere auch dahin, ne? Verdammt. Oder? Nein, jetzt treffe ich ihn auch noch. Fuck. Nein, jetzt hat er mich gesehen. Nein. Jetzt weiß er, woher das kam. Okay, der ist weg, Gott sei Dank. Das ging gerade nochmal gut. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Alter Schwede, den Pfeil hole ich mir eben wieder. Eben anfassen. Abkrabbeln. So.
Und nun können wir uns ganz gemütlich den anderen nähern. Ich muss mir das echt wieder angewöhnen, dieses Weglocken und so. So, dann schauen wir mal. Also, hier haben wir auch schon wieder einen, den hatten wir erledigt. Na, kriegen wir wieder einen Pfeil wieder. Da ist das. Na. Ach, das ist dahinter, ne? Scheiße. Ich hoffe, die dreht sich jetzt nicht um hier. Wo geht die hin? Wo geht die hin? Oder er? Der hat sich nur schlafen gelegt am Feuer. Er hat sich nur schlafen gelegt. So. Jetzt wird es dunkel. Vorteil für uns. Na, ob ich den treffe von hier aus? Scheiße. Das war so klar. Na, ein bisschen höher zielen vielleicht. Das gibt's doch nicht. Ah, jetzt, okay. Dann ist das schon mal weg. Da können die da schon mal keine Hilfe rufen. Mal ein paar Pfeile bauen. Yeah! Ach, der andere ist ja nur Zivilist quasi. Von denen. Jawohl. Außenposten. Gefallene Taschla. Außenposten. 12 von 15. Sehr schön. Und natürlich ungesehen geklärt. Ich würde sagen, ich ruhe mich immer ein bisschen aus. Bis zum Morgen. Der Morgen schlafen wir uns erstmal aus. War das ein anstrengender Tag? Morgen, neuer Tag und bin ich ausgeruht. Wunderbar. So. Ich schaue mal eben. Wir haben schon wieder 5 Fähigkeitspunkte. Was? Was haben wir denn hier unten? Was ist das denn? Voraussetzung 2 Fähigkeitspunkte. Verringert Feuerschaden. Achso, genau, das hatten wir ja in der Anfangsaufnahme. Die Ausruhzeit der Eule wird von 65 Sekunden auf 40 Sekunden verringert. Was haben wir hier? Die Eule kann Stachelbomben, Tobsuchtbomben und Feuerbomben abwerfen. Was haben wir hier? Jetzt zähmbar. Höhlenbären und Dachse. Setze Köder ein, um sie zu zähmen. Ja, ich weiß noch nicht. Was haben wir hier? Du durchsuchst Gegner automatisch, während du einen Takedown ausführst. Mhm, interessant. Finde beim Häuten der meisten Tiere plus 2 Tierfett und plus 2 Tierhaut. Ja. Schalte mehrere Gegner nacheinander aus, starte ein Takedown mit R3, bewege dann den linken Stick, wie angezeigt, um auf mehrere Gegner in der Nähe auszuweiten. Ich bin unschlüssig, ich glaube, ich mache das mit den Pfeilen hier. Dann haben wir das nämlich. Und dann sind wir damit auch schon fast durch. Erhöht den Schaden, den deine Waffe bei Tieren anrichtet. Oh, das ist auch gut, da freue ich mich schon drauf. Ich wollte aber eigentlich, auf die Karte geguckt haben. Boah, jetzt haben wir schon aus dem Posten befreit. Alter Schwede. Hier ist noch ein Leuchtfeuer, das können wir nochmal eben machen. Da können wir nochmal eben hingehen. Schon einmal da auf dem Weg sind. Und dann würde ich sagen, bewegen wir uns so langsam nach hier oben. Weil so viele Außenposten sind das ja gar nicht mehr. Es dürfen eigentlich nur noch... Ist es nur noch einer? Nee, guck mal, da ist auch noch ein Leuchtfeuer. Ich würde sagen, machen wir die beiden Leuchtfeuer. Und, kann ich nachschauen, wie viel Leuchtfeuer ich schon habe? Kann ich das irgendwo nachlesen? Oder beziehungsweise Außenposten? Filter alle? Nee, okay. Okay, pass auf. Dann gehen wir mal in die Richtung da hinten. Und machen das Leuchtfeuer mal. Was ist das denn? Ist das ein seltenes Jack? Ich weiß nicht, ob es ein seltenes Jack ist. Ich werde es mal erlegen. Oh, ciao.
Na, bist du wohl. Jawohl, sehr schön. Seltene Zweihorn. Zweihorn, cool. Sehr schön, seltenes Zweihorn. Wusste ich's doch. Was ist das denn? Was denn? Du kommst mit mir mit. Du kommst mit mir mit. So. Nein, das wollte ich gar nicht. Hm. Oh. Oh. Ha, Taka muss machen. Taka muss machen. Taka muss. Taka muss machen. Taka. Was? Survival! So. Okay, gehen wir mal zum Wegpunkt. Entschuldigung, bitte. Oh, was haben wir? Oh, Mammuts. Da sollen wir uns vielleicht erstmal ein bisschen fernhalten von... Wenn ich hier irgendwie raufkommen würde. Ich bin... Ist das ein seltenes? Weil es so hell wirkt? Nee, ne? Oh, oh, wir sind genau in der Mammutherde. Wir sollten vielleicht ein bisschen... hier uns geduckt halten und ganz normal einfach weitergehen. Möchte ich aber noch mitnehmen. Entschuldigung, Jungs. Jungs, ich hoffe, ihr lasst mich... Ja, die lasst mich... Was? Hier ist schon mal eine Schlange. Was ist denn da unten? Ist das wieder ein Jack oder... Ich kann es gar nicht erkennen. Das sind doch keine Jacks, oder? Was sind denn das? Das sind doch nie im Leben Jacks, oder? Aber wir sind hier? Doch, das sind Jacks, okay. Sanso merkwürdig anders aus. Okay, ich bin schon weg, ich bin schon weg, ich bin schon weg, ich bin schon weg. Taschla-Insel entdeckt, aha. Boah, wie geil da hinten mit dem Wasserfall. Alter Schwede. Oh, wir haben nur noch einen Speer, fällt mir gerade auf. Können wir mal herstellen. So. Trollalalala, lalalala. Wo sind eure großen Brüder? Oh, halt die Schnauze, sonst hol ich meine Brüder. So. Auf geht's, ab geht's. Also, wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg nach oben. Ist irgendwo eine Schlange gewesen. Ich habe sie schon wieder gehört. Aber Gott sei Dank sind wir ja dran vorbei. Das würde ich mich nicht trauen, hier so hoch zu klettern mit dem Seil, bin ich ganz ehrlich. Ah, guck mal an. Da steht doch schon jemand. Ich glaube, da müssen wir auch hin. Naja, ist ja interessant. Und der kann sogar Hilfe rufen. Dreh dich um, Kumpel, dreh dich um. Ah, warte, wir machen das anders. Ist es nur der eine? Nee, ne? Was? Was war das denn? Huch! Ist die Eule einfach mal irgendwo gegengeflogen, was ich nicht gesehen habe von der unsichtbaren Alpha-Wand. Okay, sind nur die paar Leutchen, ne? Dann können wir den erstmal ausschalten hier. So, der liegt da gut. Den findet da keiner. Einen gepanzerten haben wir auch da. Okay. Wir sollten vielleicht vorsichtiger vorgehen. Oh, wie hübsch das hier ist. Entschuldigt bitte, wenn ich immer wieder zwischendurch stehen bleibe, aber ich finde das total hübsch. Was? Hockklippen, Leuchtfeuer? Aha, ja. Oh, das war... War das so eine gute Idee? War das so eine gute Idee, hier lang zu gehen? Oh.